Seid ihr bereit für ein paar lustige Witze? Du schon wieder, also langsam wird's eintönig. Willkommen zurück. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Was ist der Unterschied zwischen einer 8- und einer 18-jährigen Blondine? Die 8-jährige schwänzt die Schule und die 18-jährige schult die Schwänze. Was haben Männer mit Hunden gemeinsam? Kaum streichelt man sie, schon wedeln sie mit dem Schwanz. Was ist der Unterschied zwischen einer Schwalbe und einem Schornsteinfeger? Die Schwalbe hat eine weiße Brust und einen schwarzen Schwanz. Der Schornsteinfeger hat eine Leiter und kann nicht fliegen. Hey Papa, ich habe gehört, du hast jetzt ein Smartphone. Hoffe, es ist alles gut. Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel. Geht ein Mann in den Baumarkt und sucht vergebens den Brennholzverleih. Das W in Afrika steht für Wasser. Ich hab's nicht bringen gerade, Alter. Ach klar, das ist so weit weg. Wäre die Ampel in Afrika rot, gibt es dann kein Brot. Verstehst du den? Mm-mm. Versteht denn einer von euch? Lea, sonst musst du den jetzt hier in den Kommentaren erklären. Zwei Männer unterhalten sich. Du hast mit meiner Frau geschlafen. Dafür wirst du bezahlen. Darauf der andere. Ich bin doch nicht blöd und zahl doch nicht zweimal. Gestern so ein Meme gesehen. So ein Hund mit dem Headset vorm Rechner. Und steht nur, your mama called me a good boy. Woran erkennt man, dass ein Mann die Schweinegrippe hat? Er hat einen Ringelschwanz. Was ist der Unterschied zwischen dem Eiffelturm und der Polizei? Beim Eiffelturm sind die großen Nieten unten, bei der Polizei sind sie oben. Wann erreicht ein Trabi seine Höchstgeschwindigkeit? Wenn er abgeschleppt wird. Was ist weiß und guckt durchs Schlüsselloch? Ein Spannbettlaken. Mann und Frau im Bett. Sie, wäre das schön, wenn du jetzt geil wärst. Er, wäre das geil, wenn du jetzt schön wärst. Sagt die Frau zum Mann, Schatz, ich bin fremdgegangen. Ich auch. April, April. Im Januar. Mami, Mami, darf ich noch etwas mit Opa schaukeln? Nee, der bleibt so hängen, bis die Polizei kommt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Geh mal zur Seite, du bist so fett, ich sehe ja nichts. So klassische Mutterwitze wieder. Deine Mama ist so fett, dass sie komplett alles versperrt oder so. Was ist das Lieblingskartenspiel von siamesischen Zwillingen? Doppelkopf. Was sagt ein Hai, nachdem es einen Surfer gefressen hat? Nett serviert, so mit Frühstücksbrettchen. Sagt der Arzt zum Patienten, es tut mir leid, Sie haben Krebs und Alzheimer. Darauf der Patient. Gott sei Dank, nur gut, dass ich keinen Krebs habe. Das ist genau wie bei der Geburt des Kindes. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst. Ihr Sohn wird immer einen Parkplatz finden. Boah. Warum wurde Hitler beim Fahrradfahren ständig von der Polizei gestoppt? Falsches Handzeichen. Welches Tier fürchten Frauen am meisten? Den Vergewaltiger. Warum werden die Medikamente aus Ruanda immer wieder zurückgeschickt? Weil darauf steht, nach dem Essen einnehmen. Was ist schlimmer als 10 Kinder in einem Mülleimer? Ein Kind in 10 Mülleimern. Da wollte ich meiner kleinen Schwester mal eine Freude machen und habe ihr ein Trampolin gekauft. Nur was macht die blöde Kuh? Sitzt im Rollstuhl daneben und heult. Kommentar, Kommentierzeit! Der beste Witz ist, wenn die Durchsage, der Kleine verpisst sich, mein Name geht dich gar nichts an, möchte aus dem Kinderspielparadies abgeholt werden und dort auf der Stelle 12 Eltern auftauchen. Ja. 5,48, den habe ich jetzt nicht verstanden. Da ging es um den Witz, wenn es Monopoly gibt, gibt es auch Stereopoly. Den hat einer nicht verstanden, den möchten wir mal erklären, beziehungsweise der wurde hier in den Kommentaren erklärt. Und zwar, du hast doch sicherlich schon mal Stereoanlage gehört und Stereophonie ist eine Technik, bei der zwei oder mehr Schallquellen vorhanden sind und über welche der Ton läuft. Bei der Monophonie gibt es jedoch nur eine Schallquelle. Zum Beispiel hat ein normaler Fernseher nur die internen Lautsprecher. Es ist also monophon. Wenn du jetzt einen oder mehrere Lautsprecher im Raum verteilst, ist die Soundausgabe Stereophon. Der Witz war, dass Monopoly Mono im Namen hat. Das ist die Abkürzung von Monophonie. Deshalb geht Person A davon aus, dass damit die Monophonie gemeint ist. War das gut genug erklärt oder was? Hast du es jetzt verstanden, Ghostboys? Sonst mache ich es aber ausführlich in der nächsten Folge. Für deutsches Fernsehen gibt es nur noch zwei Zielgruppen. Alter über 70 oder IQ unter 100. Was ist der Unterschied zwischen einer Abtreibung und einem Stein? Ich kann keine Steine essen. Wenn Pferderestaurant, dann Pony Slay Station. Ein Vampir fährt gerade mit seinem Auto und kommt in eine Polizeikontrolle. Polizist? Haben Sie etwas getrunken? Vampir, nur zwei Radler. Habt ihr noch weitere Witze, Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt sie in die Kommentare und wir werden sie in den nächsten Folgen einbauen. Zwei Männer sind zu Fuß unterwegs, einer von ihnen stottert. Plötzlich sagt er, Vorsicht! Schon hinein...
Abgetriebene Kinder sollen demnächst auch in die Stammbücher aufgenommen werden. Unter welcher Rubrik? Entfernte Verwandte. Wie kommt man im Burger King einem guten Burger? Mit einer Knarre und viel Selbstvertrauen. Wie nennt man einen Lilliputaner mit 7 Kindern? Fruchtzwerg. Mögen deine Eltern Analsex? Bestimmt. Du siehst nämlich so beschissen aus. Ein richtiger Analsohn. Ja. Kommt ein Schwarzer zum Wahrsager, sagt der Schwarze. Ich habe gehört, sie können hell sehen, antwortet der Wahrsager. Im Moment sehe ich nur schwarz. Ein Mann fragt einen Bekannten, der Diabetiker ist, wie geht es mit deinem Zucker? Der Bekannte antwortet. Er zuckt noch. Kommt ein Kannibale in eine Konditorei. Ein Berliner bitte. Wenn ein Mann sagt, ich repariere das, dann wird das auch gemacht. Es gibt keinen Grund, ihn alle 2 Jahre daran zu erinnern. Was isst eine Schnecke, bevor sie gegessen wird? Völlig aus dem Häuschen. Mami, ich will nicht in meinem Kreis laufen. Sei ruhig, sonst hau ich dir durch den anderen Fuß auch noch einen Nagel. 2 Lilliputaner an der Bar. 2 kurze, daraufhin der Barmann. Das sehe ich selbst. Aber was wollt ihr trinken? Chuck Norris fährt in England auf der rechten Seite. Hast du etwas gegen Männer? Leider nichts Wirksames. Sitzen 2 Blinde an einem Tisch. Der eine muss laut niesen, sagt der andere. Machst du mir auch ein Bier auf? Wusstest du, dass ich mit meinem Körper das Geräusch nachmachen kann, wenn man einen Duschvorhang zuzieht? Ja. Gestern hat einer ein Auge auf mich geworfen, sagt ein junger Mann. War der schwul? Nein, wir sind doch Azubis in einer Metzgerei und haben eine Kuh geschlachtet. In einer Schule in England fragt der Lehrer, which is the warmest side of the house? The inside. Und denk daran, ein Kondom zu benutzen. Wenn sie mit dir schläft, dann schläft sie mit jedem. Immer safer Sex, ihr wisst Bescheid. Definitiv, Mann. Was haben Wolken und Männer gemeinsam? Wenn sie sich verziehen, kann es noch ein schöner Tag werden. Die in England lebende Schwester meines Vaters ist eine dumme Kuh. Ich nenne sie britische Mutante. Die Tatsache, dass Quallen seit 650 Millionen Jahren überleben, obwohl sie kein Gehirn besitzen, schenkt vielen Menschen Hoffnung. Wenn man beim Lernen etwas nicht versteht und es dann plötzlich Klick macht und die Dose Bier aufgeht. Und wenn ihr den Ming aber in Zukunft nochmal sehen wollt, dann schreibt doch einen Kommentar unter meinem oder unter seinem Video. Der Kanal ist hier verlinkt. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Mit wem, weiß ich noch nicht. Komm, abonnier! Komm, abonnier! Komm, abonnier! Komm, abonnier! Komm und